So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich möchte mich ganz kurz bei Sarina bedanken, Blood and Tears. Also eine neue Folge Pokémon Go, habe ich ganz vergessen, ja. Ich möchte mich bei Sarina bedanken, bei Blood and Tears. Die hat das Unmögliche getan und hat mir dieses hässliche 5,99 Euro Weltmeisterschafts -Zusatz premium Ticket geschenkt, gekauft. Ich fand das total unmöglich, weil in diesem Ticket ist ein Premium-Kampfpass drin. Und der Rest interessiert mich absolut gar nicht. Aber 6 Euro für einen Premium-Kampfpass auszugeben, das ist eine. Das ist wura, das ist keine Wucht, das ist auf jeden Fall total brutal. Jetzt habe ich aber nicht nur die normale Forschung, die jeder hat, wo man auch wieder eine Top-LadetM rauskriegt und so Zeug. Ich habe jetzt eben auch diese. Premium Forschung zur Weltmeisterschaft 2024. Das ganze Wochenende steht ja im Zeichen der Weltmeisterschaft. Auf Twitch gibt es da diverse Streams. Da müsst ihr da gucken. Zeitfenster, halbe Stunde, dann kriegt ihr einen Co. Dann könnt ihr da nochmal eine Forschung abholen. Tag 1, Forschung abholen. Tag 2, Forschung abholen von den Co-Streamern. Bisschen verworren. Ich habe es jetzt geschafft, halbe Stunde zu gucken. Könntet es abholen, aber ich habe kein Trainerclub-Konto. Jetzt will ich eins erstellen. Und dann steht jedes Mal am Ende. Fehler! Und es geht nicht! Denn ich habe keine Ahnung, was ich noch machen soll. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf diese befristete Premium-Forschung. Die war nämlich recht einfach. Und das sind die Aufgaben dabei gewesen: verwende 5 Power-Ups, verwende 10 Power-Ups, setze 5 sehr effektive Ladeattacken ein, setze 10 sehr effektive Ladeattacken ein, gewinne einen Raid, gewinne 2 Raids. Kämpfe in der Go-Kampf-Liga oder kämpfe fünfmal in der Go-Kampf-Liga. Was ich nicht verstehe: immer jeder sagt hier, ja, du musst ja nicht kämpfen, du kannst rein, kannst aufgeben, passt. Das funktioniert bei mir auch nicht. Ich gehe rein, gebe auf und es zählt einfach nicht dazu. Also, mit Aufgeben ist da nichts. Ich muss richtig kämpfen. Ich habe mir dann immer ein Team genommen mit WP10 Pokémon, bin rein, hab verloren, bin rein, hab verloren, bin rein, hab verloren. Das ging für mich auf jeden Fall schneller und hat auch immer gezählt, gerade bei solchen Aufgaben. Zum Runderleveln oder zum schnellen Set überspringen geht das wahrscheinlich, aber für solche Aufgaben bringt das wahrscheinlich nichts. Das ist also die Sarina-Forschung. Die möchte ich gleich abholen und euch gleich zeigen, was dabei rauskam. Hier, die go kampf das ist das, was ja jeder hat. Da ist auch Kämpfe fünfmal in der Go-Kampf-Liga, zehnmal in der Go-Kampf-Liga. Setze zehn sehr effektive Ladeattacken ein, verwende zehn Power-Ups bei Pokémon. Die Ladeattacken zählen ja nicht nur in der GBL, die zählen natürlich auch bei normalen Trainerkämpfen. Die zählen auch, wenn du äh, eine Arena angreifst. Die zählen auch in den Raids. Also, das zählt alles dazu. Das war easy. Und wegen dem Raid. Ich habe ja gestern die Forschung bekommen, ich habe gestern meinen täglichen Pass für Voltolos ausgegeben, das hat auch gepasst und heute in der Früh habe ich schnell einfach einen Pikachu-Raid gemacht, damit ich eben diese zwei Raids fertig habe mit dem täglichen Pass, um jetzt diesen grünen zu kriegen, den ich mir dann aufhebe. Jetzt gehen wir mal direkt rüber in die App, ich möchte euch auch kurz zeigen, das war der Voltoloss von gestern, drei Sterne, 12, 12, 14. Und das ist das Pikachu von heute früh. Drei Sterne, 14, 13, 15. Also, das sieht eigentlich richtig cool aus. Das Grisilia hier habt ihr ja auch gesehen. Ansonsten kann man momentan 5 Spezialtrades pro Tag machen. Das ging am Freitag, das geht am Samstag, das geht am Sonntag, das geht so lange, wie das Event ist. Ich habe mir da jetzt hier immer von Pupsi ein paar alte Sachen drüber getauscht. Ihr seht hier, Lavados, hat die ganz viel, noch alte von 2018, die zumeist dann auch direkt lucky werden, auch wenn es kein lucky trade ist. Es ist ein Spezialtausch und weil das Ding so alt ist, wird es meistens lucky. Ich habe jetzt drei Stück aufgehoben, die anderen waren an sich nichts. So, jetzt gehen wir mal hier rein und holen ab. Beziehungsweise verwende zehn Power-ups muss ich noch insgesamt machen. Und da dachte ich mir, ich gebe mal vier Sterne ein. Und schau mal, was wir hier so haben an vier Sterne-Pokémon, wo wir was machen können. Auch was habe ich denn das sortiert? Ich habe das nach WP sortiert, glaube ich. Da seht ihr gleich mal meine 100er-Sammlung, die ich jetzt so habe. Dialga, Palkia, bin ich besonders stolz, dass ich da die zwei Urformen habe. Ein getauschtes äh, Rayquaza ist ja auch mit am Start. Da sind ein paar Erlöste, die auch mega entwicklung haben. Die finde ich auch gut. Lugia ist da unten. Das habe ich ja auch erlöst. Ich hab's aber auf was Bestimmtes hier. Der Rigiro kam auch aus einem Raid. Das war auch cool. Wo ist, wo ist, wo ist? Hier. Flampivian. 100% Krypto. Flampivian habe ich gedacht. Da mache ich jetzt 10 Power-Ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Obwohl, warte mal. Können wir es voll machen? Komm hier, Max Out Monday heute. Wir ziehen den auf Level 50. Das sind gleich die 10 Power-Ups weg. 3511. 100% Flampivian, Feuerzahn, Hitzekoller. Der sieht stark aus. Wir können ihn auch kurz nochmal bewerten, dass ihr das seht. Also damit habe ich jetzt meine Power-Ups gemacht. Und jetzt kann ich zurück und habe, glaube ich, hier nicht diese Aufgabe drin. Okay. Hier kann ich aber noch was abholen. Die Abenteuerwoche Übernahme. Wenn ich das ja doch abgeholt habe, habe ich im Video leider vergessen, den Rest von der Forschung hier abzuholen. Da ist jetzt ein Aerodactyl drin, okay. Das wusste ich jetzt auch nicht. Das sehe ich jetzt. Jetzt gucken wir mal, ob das drin ist. Es ist drin. Und holen die letzte Seite von der Übernahme hier noch ab. Da gibt es noch Staub, noch mehr Staub, Erfahrungspunkte und noch 3 TMs. Dann ist nämlich diese Rocket-Spezialforschung auch komplett weg. Und wir widmen uns jetzt also der Premium. Nee, wir widmen uns nicht der Premium-Forschung widmen uns erstmal dem Ding, das ist ja das, was jeder von euch hat hier, 7500 EP, das ganze viermal, dann noch eine Top-Lade-TM, drei Bonbons und eine Mütze oder eine Kappe oder vielleicht ist es auch eine Perücke, ich weiß es nicht, Sonderbonbons nehme ich gerne mit, die stecke ich immer alle in Mewtwo momentan, damit ich dann mal sechs Stück irgendwie auf Level 40 habe zumindest. Die top tm ist auch das Beste. So ein Kampfwochenende, selbst wenn man keinen Bock hat zu kämpfen, nimmt man immer mit, weil man einfach nur 10 Mal verlieren muss und dann hast du die eigentlich auch dabei. Kann ich mir jetzt die Perücke aufsetzen? Gehen wir da nochmal schnell rein. Wenn wir auf den Schrank gehen, wo finde ich das denn? Bei aktuell? Nö. Bei Mützen oder was? Das? Perücke? Das sieht ja richtig dumm aus. Das lassen wir also dran. So, das sieht so dumm aus. Ich habe jetzt das T-Shirt mir angezogen von der Weltmeisterschaft 24. Den Code habe ich euch im Community-Tab gepostet. Der wurde auch im Fan-Chat gepostet. Der ist bei den ganzen News-Seiten auch gepostet, die es so gibt. Jetzt haben wir das T-Shirt, wir haben die Perücke und wir wollen jetzt noch das abholen, weil wer sich das Ticket nicht gekauft hat, der weiß ja nicht, was da drin ist. Und deswegen zeige ich euch das. Und da müsst ihr euch bei Sarina bedanken. Hier ist ein... Panzer Aeron drin. Wir versuchen jetzt mit dem Schnellfangtrick, fix alles zu fangen. Bewerten. tun wir es danach. So, Mund hier auch am St Ey, Mund hier auch am Start. So, das ist nicht drin. Es kann doch nicht sein. Wir haben keine Zeit. Der Daumen blockiert wieder hier unten. Der Christoph, ne, hier einfach fabelhaft, der ist drin. Komm, der muss drin sein. Flunsch Super. Das ist ja alles GBL relevant. Das ist ja alles wichtig. Das ist aber geht irgendwie alles an mir vorbei. Akup. Ich würde niemals mit dem Akup kämpfen schon alleine, weil es halt so komisch aussieht, auch wenn das vielleicht irgendwie nützlich ist, aber ich beschäftige mich nicht mehr mit der GBL. Ich mache nicht mehr so viel, ich konzentriere mich da immer auf meinen täglichen Raid Pass. Wenn eine Forschung gegiftet wird, dann versucht man die auch noch mitzunehmen. Manchmal freue ich mich aber, wenn es kein Ticket gibt und man einfach auch ein bisschen Ruhe hat oder auch mal andere Sachen dann hochladen kann wieder. Und ja, das ist der momentane Stand. Schlurp ist ja angeblich auch fett und cool. Azumarill. Zu Azumarill habe ich aber einen Bezug, denn das war ein Pokémon, das ich immer in der Superliga hatte auf dem Main damals. Ich hatte Azumarill, ich hatte Registeel und ich hatte Labras. Nee, Labras war Labras Hyperliga? Ich glaube, Labras ist in der Hyperliga. Was hatte ich denn noch? Azumarill? Ich weiß es nicht mehr. So, deswegen gehen wir weiter, weil ich es nicht mehr weiß. Ich freue mich ganz besonders über diesen grünen Premium-Kampfpass. 25.000 Staub und hier drin ist jetzt noch ein Cresselia mit 807. So, da wollen wir jetzt mal so tun, als wäre das ein Raid. Wo wir normalerweise den. Den Kreis einstellen und dann draufwerfen und dann trotzdem daneben werfen und der Akku ist auch gleich leer. Das passt ja perfekt. Ist das gut? Ist das schlecht? 807. Wir machen nochmal silberne, weil das Ding kann ja nicht fliehen. Na, jetzt geht's nach rechts. Wir werfen wieder. Zu weit. Ich glaube, das ist so ein Ding, das hat halt auch einfach die Ruhe weg. Da würde ich niemals jetzt warten, bis der in der Mitte ist und angreift, weil das dauert dann einfach 3000 Jahre. Also einfach werfen, wenn es in der Mitte ist. Wir bewerten es und es ist ein dreisterniges mit 14, 15, 12. Ist das jetzt gut? Ist das nicht gut? Die Leute sagen immer: Crisilia Superliga ist super top. Wie nah kommt das denn ran? An die 1,5? 1493 hätte das. Wenn wir jetzt mal nach dem anderen gucken, nach dem Krypto. Ich glaube, das kam mehr an die 1,5 ran. Das kam nämlich auf 1498. Jetzt ist aber wieder, die einen sagen, das Krypto ist auf Platz 1 in der GBL Superliga, Griselja. Und die anderen sagen, das Krypto ist Schmutz. Das Normale ist besser als das Krypto in der Superliga und auf Platz 1. Jetzt Frage an euch, ja, was denn nun? Der eine sagt so, der andere sagt so. Wer hat denn jetzt nun recht? Ihr könnt ja nicht beide recht haben, das funktioniert nicht, deswegen ist GBL nichts für mich, weil jeder will immer recht haben und jeder sagt aber was anderes und das ist mir zu viel. So, ihr freut euch sicherlich jetzt hier über diese super geniale Perücke, die ihr da habt. Das sieht richtig scheußlich aus. Die werde ich nach dem Video wahrscheinlich auch wieder wegmachen. Danke nochmal an Blood Tears, an Sarina für das Ticket. Und in einen. Premium Kampfpass, den ich wohl dann nächstes Jahr im Februar zur Tour wieder mit nach Gera nehmen oder eben zum Go-Fest mit nach Gera nehmen oder vielleicht machen wir das Go-Fest auch irgendwann mal woanders. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon Shiny Pikachu? Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr Shiny Linfu? Schreibt es in die Kommentare. Reicht alles ein, was ihr so habt. Für Raid am Mittwoch. Viel Spaß noch bei den Twitch-Streams schauen, wenn Fragen sind und das Video. Wir gehen jetzt fort. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.